Ja, servus, herzlich willkommen im neuen Video der Shisha Devils. Wir haben heute mal wieder die 360 am Start. Heute werden wir mal was Neues ausprobieren und zwar, wir haben hier von einem guten Freund und Kollegen, dem Martin, ein Rauchsäulenelement gestellt bekommen für dieses Video hier. Und zwar, das ist von Kaya und das ist ziemlich heftig geil. Und einmal natürlich weiblich, männlich und ja, dann werden wir das ganze Ding mal zusammenbauen. Dazu nehmen wir erstmal unsere Base. Die Base, darauf werden wir diesen Adapter hier, das ist diesen Schliffadapter, also wenn ihr euch das Ganze kaufen wollt, da gibt es einmal dieses Set hier zusammen zu kaufen und dann gibt es einmal diese Blasrauchsäule hier. Dann nehmt ihr das ganz normal, schraubt es auf eure Base drauf, geht ganz normal wie eure normale Rauchsäule da auch rein, richtig schön geschmeidig, locker flockig. Sieht mal ein bisschen anders aus. Dann von unten ganz normal euer Tauchrohr dranhauen, so wird es da schön reingeschraubt. Dann nehmen wir wieder unseren ganz normalen Plug-Adapter, schrauben die in die Base rein. Sieht auf jeden Fall mal komplett anders aus wie normalerweise. Ich denke, das ist so am Anfang, denkt man sich so, ey, das könnte schon scheiße aussehen, dadurch, dass es so groß ist. Aber eigentlich, es sieht ziemlich geil aus. Es sieht auf jeden Fall sehr mal so komplett different so zu anderen Sachen, weißt du? Dann nehmen wir hier unser Rauchelement und das männliche Stück stecken wir dann hier in dieses weibliche Stück rein. Klack, ist es drin. Richtig geil. Oha, sieht das fett aus. Das platzieren wir noch ein bisschen so. So sieht es richtig edel aus. Dann hauen wir das ganze Ding hier rein. Und jetzt sitzt es auch schon bombenfest. Das sieht richtig geil aus. Dann nehmen wir dieses andere, das Gegenstück, und hauen den hier oben dann rein. Er ist ein bisschen wackelig, würde ich sagen, aber geht, geht. Dann hauen wir den hier noch drauf. Wird das ganze Ding hier festgemacht. Dann würde ich sagen, auch schon ein richtig heftiger Shisha. Also wirklich richtig brutal. Hier nach vorne schön das Kaya-Logo schön nach vorne zeigt. Richtig geiles Teil, also ich muss echt sagen, ich denke, ich werde mir das für meine eigene dann auch noch zulegen. Jetzt werde ich schnell den Kopf bauen, den werde ich draufklatschen, werde ich ein bisschen sowas zum Design jetzt, wie der Rauch sich so verhält, ob es alles gleichmäßig funktioniert, wie der Durchzug ist, wie er sich entwickelt hat, ob da irgendein Unterschied ist. So, jetzt hauen wir noch den Molassefänger drauf, machen die Rauchsäule ab, Molassefänger drauf und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze dann verhält. So, hier haben wir wieder einen männlichen und einen weiblichen Schliff. Der Hintergrund hinter dem männlichen und weiblichen Schliff ist, das ist der männliche, weil man den reinsteckt und das ist der weibliche, weil in den reingesteckt wird. So, dann packen wir mal den männlichen hier unten in den weiblichen und dann stecken wir hier oben wieder den männlichen in den weiblichen. So, da ist das Ding fest. Jetzt packen wir wieder unseren triefenden Kopf. Hauen den wieder auf die Shisha drauf. Deswegen ist auch ein Molassefänger extrem praktisch. Die freiwillige Entscheidung zwischen jedem ist, ob er Wasser reinmacht oder nicht. Man soll auf jeden Fall nicht zu viel Wasser reinmachen, weil sonst Wasser da so raus und dann da unten rein und das ist nicht so geil. Deswegen packen wir da noch ein kleines bisschen Wasser rein, einfach so für uns, weil wir es geil finden. Dann nehmen wir den wieder hier oben vorsichtig raus. So, haben wir das ganze Ding hier in der Hand. Dann nehmen wir hier ein bisschen Quality Wasser und schlurpen da ein bisschen was von rein. So, jetzt haben wir ein bisschen Wasser da drin. Ein bisschen Wasser schon nebendran geschlurpt. Und jetzt rauchen wir das ganze Ding mal so. Mal gucken, wie dieses Ding dann schmecken wird. Hier noch unsere schöne Kohlezange. Um die Kohle wieder richtig zu platzieren. So. Perfekt. Oh, sieht richtig chef aus, würde ich sagen. Weil ihr habt da jetzt den schönen Rauchhalb. Hälfte ist mit Wasser gefüllt. Sieht richtig geil aus. Lässt sich genauso entspannt rauchen, ihr habt den gleichen Durchzug, schmeckt auch richtig geil. Ich finde jetzt ist es nochmal ein Stück weit leiser nochmal und nochmal ein bisschen bassiger, meiner Meinung nach. Richtig geil auf jeden Fall, Hammer Durchzug, alles einfach nur pervers. Sieht auf jeden Fall auch richtig geil aus, auch nur mit dem Molassefänger, dadurch, dass dieser Shisha so groß ist. Irgendwie fehlt da so nichts. Das ist einfach so das perfekte Bild, obwohl ihr keine richtige Rauchsäule habt, nur einen großen Molassefänger dran. Sieht super geil zusammen aus. Oder wie findet ihr das? Also ich finde, das ist richtig geil. Auf jeden Fall werde ich mir beides zulegen in der nächsten Zeit. Der Molassefänger liegt bei so um die 30 Euro. Ein paar Euro plus, ein paar Euro minus. Eher plus, denke ich. Und ja, die Links auch alle wie in der Videobeschreibung, wie gesagt. Und
ja, ist richtig geil auf jeden Fall. Ihr habt euren super Durchzug, super Rauch, super Geschmack. Er geht einfach auch nicht irgendwie verloren oder so. Ist einfach super geil. Und auch dadurch, dass es der längere Weg wieder ist, wird es auch wieder gut abgekühlt. Ihr habt ja viel mehr Angriffsfläche für Luft, so von den Seiten überall. Und ja, der Rauch kommt hier beim Molassefänger, wer das noch nicht verstanden hat. Der Molassefänger ist dafür gedacht, wenn euer Kopf trieft oder sifft, fällt die Molasse einfach runter in das Wasser und euer Rauch kommt nach oben hier raus. Und das ist der Sinn dahinter. Und zwar, wenn da Molasse runtertropft, die kommt ja nicht nach oben, weil die tropft ja einfach nach unten. Und dadurch zieht ihr halt nur den Rauch und dann habt ihr keine Molasse oder irgendeinen Siff später unten in der Bowl. Also es ist richtig gut durchdachtes Prinzip und sieht richtig geil aus, dadurch, dass es halt dieses fette, der fette Euter hier ist mit diesen drei Streben, die dann darunter gehen. Sieht richtig pervers aus, würde ich sagen. Und dadurch, dass halt, wenn ihr zum Beispiel eine Glasrauchsäule habt und einen Molassefänger aus Glas oder auch nicht aus Glas und eine Glasrauchsäule, ist auf jeden Fall sehr Premium, wenn ihr diesen Molassefänger habt, aus dem Grund, weil dann dieser Siff und dieser Trief und dieser Molasse dann nicht in der Glasrauchsäule drin hängt oder da irgendwas schmutzig aussieht, irgendwas siffig ist. Dann werden wir jetzt nochmal die Glasrauchsäule einfach drunter klatschen, dann wird das Ding einfach nochmal viel perverser aussehen und nochmal viel größer sein. Und jetzt hauen wir das ganze Ding mal drauf. Ja, jetzt würde ich sagen, haben wir eine heftig große Shisha. Es ist noch auf dem Video drauf und es ist einfach viel zu groß. Es sieht einfach viel zu geil aus. Wenn ihr hier damit raucht, das ist einfach der komplette Orgasmus. Richtig geil zu rauchen. Es ist nochmal kühler, weil ihr nochmal viel mehr Luft dran habt von allen Seiten. Die ist nochmal um einiges leiser, weil einfach nochmal viel mehr Material da ist. Ist nochmal viel schöner. Das ganze Design ist einfach nur komplett pervers. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Haut, guckt, dass ihr gerade so in den Social Media Seiten vorbeischaut. Facebook ist ein bisschen hinterher. Instagram läuft so bei 100 Abos. Und ja, wir haben sehr viel Spaß mit euch. Wir hoffen, unsere Videos gefallen euch sehr. Und wenn ihr irgendwas habt, Kritik, positiv, negativ, einfach in die Kommentare reintippen, wie es euch gefällt, was wir besser machen können, was wir gut machen. Es hilft uns, es hilft euch, wir können euch besseren Content bieten. Und ja, dann noch eine wunderschöne Woche. Ciao.